Meist sind es viele kleine Dinge, die zusammen etwas ganz Großes ergeben. Gerade weil man etwas schon oft gemacht hat, will man die eigenen Grenzen ständig erweitern. Wir von Ravensburger stellen uns alle paar Jahre der Herausforderung, ein neues größtes Puzzle der Welt zu kreieren. Wir machen das für die Konsumenten und wir machen das natürlich auch, weil wir Marktführer sind und den Anspruch an uns selber haben, schon immer wieder neue Akzente zu setzen. Und dies in bester Qualität gefertigt, im eigenen Werk. Die Herausforderung ist generell natürlich die Größe des Puzzles. Das hat zu tun mit dem Format zum Drucken. Das hat zu tun mit der Größe des Stanzwerkzeuges. Aber auch für dieses große Puzzle das geeignete Motiv zu finden. Ravensburger wählte 10 Motive aus den bekanntesten Disney-Filmen. Jedes einzelne wurde für dieses Puzzle von Hand gezeichnet. Wir haben ein internationales Motiv gesucht. Und wir brauchten ein Motiv, was für alle Länder funktioniert und natürlich auch für alle Zielgruppen geeignet ist. Bevor die Herstellung in Serie beginnt, kontrollieren die Puzzle-Redakteurinnen die Illustrationen und verbessern jedes noch so kleine Detail. Erst wenn alles perfekt ist, startet die Produktion des größten Puzzles der Welt. Die Herstellung beginnt mit der Belichtung der Druckplatten. Insgesamt 4 Stück pro Disney-Film. Und die werden jetzt in die Druckmaschine montiert. Bis zu 18.000 Papierbögen pro Stunde rasen über 4 verschiedene Farbrollen und werden als fertiges, buntes Bild von der Maschine ausgespuckt. Immer wieder überprüft der Drucker die Farbqualität. Die Kaschiermaschine klebt die bedruckten Papierbögen auf die stabile blaue Pappe. Über 400 Arbeitsstunden haben Werkzeugbauer lange, scharfe Stahlbänder in Puzzleformen gebogen und daraus die Stanzformen erstellt. Jede ist ein Unikat. Mit 1000 Tonnen Druck zerteilt die Stanze jedes der 10 Disney-Motive in exakt 4032 Teile. Und wer setzt die wieder zusammen? Die Zielgruppe beim Puzzeln ist sehr, sehr breit. Es sind eigentlich alle Altersgruppen. Sie fangen es quasi im Kindesalter an. Da wird es natürlich von der Mama gekauft, weil es gut für die Motorik ist und weil es sehr, sehr gut für die Konzentration ist. Bei den älteren Kindern häufig, weil sie ihre Stars puzzeln oder weil sie einfach Lust haben auf Puzzeln. Und dann gibt es natürlich auch zum Beispiel die gestressten Manager, die einfach mal abschalten müssen vom Alltag und sich dann nur auf das Puzzeln konzentrieren. Dann haben sie ältere Menschen, die es einfach tun, um ihr Gehirn zu trainieren. Und dann gibt es die, für die das größte Puzzle die pure Herausforderung ist. 40.320 Teile in einem Karton. Gesamtgewicht 20 Kilo. Unser Puzzle geht jetzt erstmal nach Europa und wird dann weltweit vermarktet. Das größte Puzzle der Welt ist circa 7 Meter breit und 2 Meter hoch, also 14 Quadratmeter, ist schon ein Glanzstück. Wenn Sie jetzt jeden Tag 2 Stunden puzzeln würden, dann bräuchten Sie circa ein Jahr. Der Tipp ist, das tatsächlich in Sektionen zu puzzeln. Das heißt, Sie haben ja 10 Beutel und jeder Beutel sind 4000 Teile und wirklich pro Sektion die Motive fertigzustellen und dann zum Schluss zusammenzusetzen. Zum größten in Serie gefertigten Puzzle der Welt.